Okay, weiter geht's. Also, wenn alles nach Plan läuft. Krillin, versuche zuerst alle, um ihre Aufmerksamkeit auf dich zu lenken. Dann nutze ich die Lücke auch. Die Lücke und greife mir den Schwanz des Saiyajin. Das ist ihre Schwachstelle. Oh ja! Das wird seine Stärke verringern und ihn hilflos machen. Wenn es passiert, Son Gohan, triffst du ihn mit allem, was du hast. Verstanden? Verstanden. Es ist okay, ich werde diesmal nicht wegrennen. Besser nicht. Denk daran, das Schicksal der Erde liegt in deinen Händen. Es ist immer noch morgens, Leute. Und, oh, das ist kacke. Wow, okay, Piccolo, ich kann schon das Licht sehen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Nein, vielleicht haben wir doch eine Chance. Son Gohan, glaube an dich. Wenn du alles gibst, kann deine Macht sogar größer sein, größer als meine sein. Okay, wir schaffen das. Angriff, Angriff, Angriff. Wir müssen mal erstmal ein bisschen die Fresse von denen polieren. Gut so, gut so, gut so. Ich greife jetzt einfach mal normal an, weil ich will die Zornanzeige voll haben, dann geht das viel schneller. Verfehlt, Wichser. Okay, er hat seine Zornanzeige schon voll. Ach, scheiße. Scheiße. Du hast recht. Sie ist riesig. Riesig, aber ich glaube, ich kenne sie von irgendwoher. Pah, Schluss mit den Blödsinn. Verdammt, ich habe das zu schnell gemacht. Es ist Son Goku. Er muss es sein. Papa kommt und hilft uns. Vegeta, meint ihr das ernst? Hey, kommt Kakarot wirklich hierher? Ich weiß nicht, ob es Kakarot ist, aber es ist in etwa in 4 Minuten hier. Und was es auch ist, seine Stärke beträgt etwa 5000. 5000? Nappa, töte sie. Was ist mit den Dragon Balls? Vergiss sie, ich habe eine Idee. Wir können nach Namek, zur Heimat der Namekianer. Auf dem Planeten muss es noch stärkere Dragon Balls geben. Wenn Kakarot wirklich lebt, heißt das, die Legende ist wahr. Piccolo, lauf! Ich halte ihn auf, bis Papa hier ist. Wenn du stirbst, stirbt auch Gott. Und dann gibt es keine Dragon Balls mehr. Wieso bist du nur so dumm? Du weißt, dass du dich unmöglich gegen ihn verteidigen kannst. Du, mich aufhalten? Du dämlicher Balk. Du dämlicher Balk? Bring mich nicht zum Lachen. Ich habe vergessen, dass sie hier auch kurz eben dazwischen Kampf reden. Na los! Wie war das? Ach, ich mache einfach mal so. Hypersprint. Dann ist der Kampf auch geregelt. Und Bams. Richtig vernascht. Das war's für dich, Kind. Ah! Stirb! Piccolo! Son Gohan! Renn, Son Gohan! Oh. Piccolo, warum hast du mich gerettet? Ich befehle es dir, wegzurennen. Beeil dich, raus hier! Nicht sterben, Piccolo, mein Papa wird gleich hier sein. Bitte, stirb nicht! Dieser Narr, ich wollte ihn jetzt noch nicht töten. Was soll's, es wäre früher oder später sowieso passiert. Eine der Kräfte verringert sich, jemand stirbt. Meine Zeit ist wohl gekommen. Anscheinend hat Son Goku es nicht rechtzeitig geschafft. Aber Piccolo hat am Ende sogar mich übertroffen. Er war gut. Er war einfach gut. Wie erbärmlich, die letzten Momente von Dämonenkönig Piccolo wurden damit verbracht, ein Kind zu schützen. Was für ein Witz. Es ist alles Son Goku Schuld. Seine Schwächen übertragen sich durch dich auf mich. Son Gohan, du warst der Einzige, der mich als jemand behandelt hat, von dem man Respekt hat. Die Monate, die wir zusammen verbracht haben, waren in Ordnung. Stirb nicht, Son Gohan.
Ey, das haben sie richtig geil animiert. Das Key ist verschwunden. Als das passiert ist, war ich echt emotional weg. Das war einfach zu traurig. Der Rest liegt an dir, Popo. Gott! Als das passiert ist, einfach unglaublich. Boah! Jetzt rastet er komplett aus. So ein Kokosohn. Sein Key ist riesig. Stärke 2800. Ich wusste, dass sie ihre Stärke kontrollieren können. 2800? Jetzt geht's los. Jetzt werde ich mal ein bisschen zornig und verprügel dich richtig schnell. Doppelter Zorn ist immer gut. Jetzt wirst du leiden, Spasti. Jetzt wirst du eiskalt richtig leiden, was du mit dem Piccolo angetan hast. Volle Wunderkraft. Und weg mit dir. Kettendestruktor des Alve. Egal, Son Gohan hat schon alles geklärt. Hat schon alles geklärt mit seinem Angriff. Na los! Erbärmlich. Einfach erbärmliche Pussy. Nicht schlecht wie ein Zwerg. Hehe, mein Arm wird schon ganz top. Seine Stärke ist wieder gesunken. Anscheinend hat er seine ganze Energie verbraucht. Sie sind zu stark. Viel zu stark. Niemals. Das glaube ich nicht. Piccolo, es tut mir leid. Ich konnte dich nicht rächen. Ich habe nicht mal die Energie zu weglaufen. Na, großartig. Hahaha. Ich kann es kaum erwarten, Kakarots Gesicht zu sehen. Wenn er seinen verstümmelten Sohn sieht. Wie bist du denn drauf? Yay, Wolkelein. Jindo-jun? Jindo-jun. Dün, 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 dün. Rückenmuskeln. Dün. Glatzkopf. Was ist das für ein Ding? Son Goku ist wieder back. Er hat sich endlich zu erkennen gegeben. Jetzt zeige ich euch meine Kraft, ihr Bastarde. Son Goku, wir haben auf dich gewartet. Wir sind kaputt. Lass uns schlafen, Papa. Ah. Warum bist du gekommen, Kakarot? Du glaubst doch wohl nicht, dass du uns besiegen kannst. Gib ihn. Gib ihn, Bitch Slap. Gib ihn. Yep. Piccolo ist tot. Piccolo ist gestorben, um mich zu beschützen. Macht es dich wütend, dass alle deine blöden Freunde tot sind? Aber es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Du siehst sie schon bald wieder. Zu schade, dass du gerade jetzt wieder lebendig geworden bist. Seine Stärke steigt weiter. Nappa, du bist jetzt tot. Hä, was stimmt mit dir nicht? Willst du jetzt schon sterben, na? Lass mich dich gebührend willkommen heißen. Hochgenommen, Fettkopf. Son Gohan, hier drüben. Ja, raste aus, Nappa. Ist alles so hoch für dich. Was? Was ist passiert? Er schnell. Tut mir leid, Jungs. Ich bin zu spät. Ihr habt euch beide tapfer geschlagen. Hier, teilt das. Sensobohne. Hey, Sensobohne. Meister Quitter hatte noch welche übrig. Richtig.
Das ist die letzte. Dann isst du sie, Son Goku. Ich rede nicht so viel und iss einfach mal. Ich habe schon eine gegessen. Dann behalte sie für den Notfall. Wir könnten dir nicht helfen, auch wenn wir sie essen würden. Ich habe nur 3 Sensebohnen in meinem Beutel, also reicht das schon. Mach dir keinen Kopf, Kirillin. Wenn du sie nicht willst, werfe ich sie weg. Okay, danke, Son Goku. Dankeschön. Du auch, Son Gohan. Okay. Kommt jetzt der Kampf? Ach, ich dachte, ich kann mich jetzt bewegen. Krillin, du hast dich wirklich verbessert. Ich merke es an deinem Ki. Das dachte ich auch, aber es hat nichts geschützt. Nichts hat gegen sie funktioniert. Sie waren zu stark. Sie haben sie alle vor unseren Augen getötet. Son Gohan, du hast dich auch enorm verbessert. Du hast wohl sehr hart trainiert. Mit Piccolo. Ja, sag doch was, verdammt, dein Papa redet mit dir. Ja, dank Piccolo. Aber ich konnte überhaupt nichts ausrichten. Piccolo ist tot, das heißt, die Dragonbots sind verschwunden. Wir können jetzt niemanden mehr ins Leben zurückwünschen. Das ist traurig. Diese verdammten Saiyajin, lasst uns ihnen eine Lektion erteilen. Jetzt, wo Son Goku hier ist, können wir vielleicht einen von ihnen ausschalten. Du hast mit einem echt starken Kerl namens Meister Kaio trainiert, oder? Boah, wieso redet ihr die ganze Zeit, Mann? Ja, aber lasst mich alleine gegen sie kämpfen. Ihr zwei bleibt zurück und haltet euch aus dem Kampf raus. Krillin, akzeptier das. Du kämpfst alleine gegen sie? Nicht mal du könntest sie alleine besiegen. Diese Kerle sind viel stärker, als du denkst. Er hat recht, Papa. Boah, halt die Fresse, das ist Son Goku, er kann das. Er kann es einfach. Wir machen, was er sagt, Son Gohan. Son Goku weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Ja, geh jetzt weg. Geh einfach jetzt weg. Aber... keine Sorge, gehen wir einfach. Papa! Boah, Kind, geh weg. Ich habe Son Goku noch nie so wütend gesehen. Wir hätten ihn nie davon abbringen können. Ach, wir hätten ihn nie davon abbringen können. So. Also Ausrüstung. Ich habe schon eine Idee, was ich mache. Wo ist das? Damit fick ich sein Leben, aber richtig. Sie steigert alle seine Jin-Kräfte, aber versetzt ihn in eine dauerhafte Verwirrung. Dafür habe ich ja dieses Hey Chala Band. Hedgehalla. Wo ist das? Das da. Macht dich immun gegen alle Statusleiden. Mit dieser Kombi werde ich auch gegen Broly kämpfen. Und jetzt geht's los. Tut mir leid, Son Goku. Du bist der Einzige, auf den wir uns verlassen können. Ach so, nein, noch nicht. Wir werden noch kurz... ah. Okay. 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 Ja, ich greife jetzt an. Okay, jetzt bist du dran. Jetzt hast du gar keine Chance mehr. Was ist mit deinem Gesicht? Dieser Ausdruck gefällt mir gar nicht. Hey, willst du wirklich unbedingt sterben? Du wirst bereuen, was du getan hast. Auch ohne Ausrüstung hätte ich ihn kaputt gehauen, Leute. Also wollte ich kurz bemerken. Stärke 7000, 8000, das kann nicht wahr sein. Auch ohne Ausrüstung hätte ich jetzt einfach fertig gemacht. Vegeta, welche Stärke hat Kakarot? Sie ist über 8000. Say what? 8000? Das kann nicht sein. Dieses Ding muss kaputt sein. Oder du bist ein Schwächling. Keine Sorge, ich werde die Kaioken nicht gegen dich einsetzen. Kaioken? Aber ich setze sie ein. Damit geht der Kampf viel schneller vorbei. Gegen jemanden wie mich hast du keine Chance. Oh, verdammte Scheiße, Mann.
Was hast du gesagt? Wie hat er das gemacht? Das ist so bizarr. Seine Stärke ist nicht gegen damals, als er gerade seine Stärke ist nichts gegen damals, als er gegen Raditz gekämpfte. Du glaubst, ich mache Sprüche, hä? Genau, ich weiß das seit dem letzten Angriff. Hey, du glaubst, du hast mich durchschaut, hä? Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Ey, die hätten das echt anders machen können. Das hier ist für Shaozu. Das hier ist für Yamshu. Jetzt geht's los. Jetzt werde ich dir die Fresse polieren. Jetzt geht's los mit Genki Dama. Verfehlt. Jetzt hast du die Arschkarte, Digga. Jetzt geht's los. Eine riesige Genki Dama. Muhahaha. 10.000 Leute. Das hier ist für Tenshin Han. Meteor-Kombination. Und das hier ist für Piccolo. 10.000 hat die Attacke abgezogen. Zu geil. Das hier ist für Piccolo. Töte ihn jetzt, los. Wie konnte er? Es ist unmöglich. Doch, es ist möglich. Beeindruckend, du bist ziemlich hart. Okay. Ich bin ein Elite-Krieger von edler Abstammung. Ein niederer Krieger wie du wird mich niemals zum Nahrung machen. Wow, Son Goku ist unglaublich. Er kann sogar gewinnen. Er kann gewinnen, ja. Nappa, Duna, beruhige dich. Er kann dich nicht besiegen, wenn du die Nerven behältst. Reiß dich zusammen. Oh, Nappa. Du hast recht, danke Vegeta. Du hast mir die Augen geöffnet. Dieser blöde Narr. Sieht aus, als wäre ich schon bald an der Reihe. Yes, Sir. Ich gebe zu, ich habe mich einen Moment lang gehen lassen. Aber jetzt ist es Zeit für die echte Show. Bereit, Kakarot? Endlich, darauf habe ich so lange gewartet. Hey, glaubst du, du bist stark genug? Er glaubt es nur, sondern er weiß es. Ja, wie geht er? Sagoku ist stark und du hast es schon anerkannt. Gut so. Ha! Ich greife jetzt wieder an. Ich wusste, dass sowas kommt, deswegen habe ich nichts gedrückt jetzt. Boah, ich bin echt besser geworden. Hey, besser sagst du? Ich werde dir deine große Klappe stoppen. Es ist aus mit dir. Das will ich mal sehen. Wieso bist du ausgewichen? Och du Scheiße. Kaioken. So. Na los. Meteor-Kombination, dann ist die Sache geregelt. Okay. Verdammt! Wenn das nur 6666 wäre, das wäre echt eine geile Zahl dann. Oh, 8 Schaden, Nappa. Gut gemacht. Wieso ist er wieder normal? Kamehameha. Kamehameha. Bist du jetzt eigentlich tot, verdammte Scheiße? Genug, du bist nicht stark genug, um das zu beenden. Ich kümmere mich um ihn. Wie erbärmlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Finger gegen dich erheben muss, Kakarot. Ja, er meint es endlich ernst. Sogar dieser Gigant ist ein Riesenfeigling, wenn er ihm gegenübersteht. Nein, du solltest ein Nichts sein. Wieso bräuchte ich Vegeta, um dich zu erledigen, verdammte Scheiße. Ich habe meine Befehle, also überlasse ich den Rest Vegeta. Glaub nur nicht, dass ich gehe, ohne das zu klären. Oh nein, ich muss sie retten. Kaioken.
Und er kann wahrscheinlich nicht mehr kämpfen. Warum? Das sehen wir im nächsten Part.